Aber schon irgendwie cool, ne? Wie sie immer schon am Anfang den Bösewicht so wirklich zeigen. Also wieder Inszenierung, das kriegen sie schon echt gut hin. Und ich finde sowas ist geiler als ein Film. Das ist inszeniert wie ein Film, aber du kannst es selber beeinflussen. Ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, das ist alles meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara, Libertad, Julio. Verdammt, Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Machete. Ach, Gänsehaut. Mann, das ist echt geballte Action. Ungeschönt. Und einfach schön inszeniert. Deswegen mag ich Far Cry. So, ja. Da sind wir auf einer Insel gelandet. Oh, das sieht ja geil aus. Scheiße. Ich nehme mit, was brauchbar ist und dann nichts wie weg hier. Ist das Schicksal? Descanse en paz, Lita. Die Lampe da könntest du gebrauchen. Ich kann nicht gehen oder etwas, mit dem ich mich verteidigen kann. Du hast doch gerade eine Machete genommen. So. Waffen. So ein bisschen komisch hier, wie so. Ist mir im Menü schon aufgefallen. Wie so ein Mauszeiger. Häftlingshemd. Häftlingsjeans? Bin ich auch im Knast oder was? Häftlingsrosenkranz. Casual Z. Ist das irgendwas, was ich durch den Season Pass irgendwie habe? Wäre das nackig oder? Bewaffnung. Alle Änderungen, die an diesem Bewaffnung vorgenommen werden, werden automatisch. Ja, Waffen haben wir keine andere. Okay, Materialien, okay, das ist ja irgendwie zu erwarten, dass wir Fahrzeugschrott, das ist hier der Werkstoff, kann ich eigentlich, ich kann auch tatsächlich hier mit dem D-Pad, das ist ein bisschen komisch, ne, bei der Xbox Series X, das ist so rund, Handelsware, sonstiges, ja, Baseballkarten, können wir Baseballkarten sammeln. Ja, Sammlungen gibt eine Menge zu entdecken. Wie gesagt, da bin ich ja an für sich Fan von. Ich mache sowas nie auf 100% oder so, aber ich habe Spaß beim Durchspielen halt sowas zu machen. Also wir haben die Machete, haben wir ja eigentlich ausgewählt. Hä? Achso, wir müssen den R3 drücken für einen Nahkampfangriff einfach. Quasi zum Messern. Hier gibt es nichts außer Tote. Boah, die Krabben hier. Ich wollte eigentlich mal so eine Krabbe looten. Ich hier einfach nur zermatscht. Versuchen wir nochmal. Ich glaube, ich zermatscht hier nur. Die sind dann weg. Ist ja blöd. Kokosnüsse? Na? Okay, die Kokosnüsse können wir nicht knacken.
Hätte ja gut sein können, dass man hier so Kokosnüsse verwenden kann. Hier, genau, da war ja noch was. Ach, ist ja wieder dran gewöhnen, nicht den Knöpfe zu drücken. Keine Munition. Ja, aber hier haben wir schon mal eine Pistole. Das Geile ist auch. Das Lager finden. Was? Was ist das denn jetzt? Neue Fotos. Cornio. Das geht noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Okay, das ist also der Strand dann, ne? Das ist ja auch cool, so mit dem Handy hier. Das gefällt mir. Aber was ich eigentlich, sagen wollte, hier der Schlitten, dass der hinten ist. Wie leer geschossen. Ich meine, ich würde das immer schön zurück, also vorschnellen lassen. Weil so hast du immer auch Spannung, die Feder. Das kommt nicht so gut. Also der Strand sieht doch echt geil aus. Den ganzen Kies. Klar, so Dreck und so hat man auch immer schon gehabt. Also ich müsste tatsächlich jetzt Far Cry 5 nochmal gucken. Das habe ich auf der PlayStation 4 ja gespielt. Wie da die Details waren. Aber wenn ich jetzt einfach mal so vergleiche mit dem ersten Far Cry, weil ich damals auf dem PC noch gespielt hatte. Also schon, und das war schon geil. Das ist, boah. Wenn du jetzt das anguckst, Hammer. Aber Schweine. Okay, Munition scheint hier aber nicht zu sein. Da oben ist ein Bunker. Da ist bestimmt noch Munition aus dem Weltkrieg. Guck mal, das ist sogar blau markiert. Das ist der Pfeil. Haben wir nicht nur am Handy, sondern haben wir auch da, markiert. Ach, das Gras hier. Ach, ich finde das Hammer. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade aufnehme. Nehme ich eigentlich in 4K auf? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ich habe 4K, sowas habe ich gar nicht eingeschaltet. Aber ich habe ja einen 4K-Monitor. Und das Bild könnte... Weiß ich gar nicht, ist das jetzt schon auf 4K? Sehe ich das irgendwie in Einstellungen? Moment, das will ich jetzt mal sehen. Was ist das hier? Arsenal? Ja. Pistole, Schaden. Okay, das ist ein bisschen erklärt. Aufsatz, Standard Munition, Mods. Ja. Was ist das jetzt hier? Aussehen. Achso, ich kann das Aussehen ändern. Zebra ist ja blöd. Das wäre noch okay. Aber Standard reicht mir vollkommen aus. Ja, das macht Ubisoft. Das ist halt auch echt, ne? Die machen da so viel. Hier kannst du noch das Aussehen verändern. Musst du bezahlen, hier musst du bezahlen, da musst du bezahlen. Das ist halt echt kacke. Also ich warte, bis so Spiele richtig günstig sind und genieße sie dann günstig. Ich habe so viele Spiele in meiner Hall of Shame. Dass ich, das sind mal Spraydosen, das war doch auch irgendwie so Sammeldingens, ne? Dass ich da. Der ist. Schönste Machete. Achso. Dass ich da nicht drauf angewiesen bin, sofort solche Sachen zu zocken. Eine blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Und den haben sie erschossen. Aber was war denn hier? Blutverschmierte Nachricht. Raphael, nimm die Sprühfarbe und markiere die Wege. Damit werden wir sicher durch die Landschaft zu unserem Versteck finden und den Patrouillen aus dem Weg gehen. Blau ist die Farbe unserer Fahne. Nicht dieser Lumpen, den Cristallo herumschwenkt. Lo siento. Deine Familie wird wohl nie erfahren, was mit dir passiert ist. Ja, vielleicht finden wir die ja dann. Können wir denen das ja auch sagen. Das ist ein Fernglas, das hätte ich gerne. Ach. Kommen wir aber nicht dran. Hätte ja gut sein können, dass wir das jetzt... Können wir mal von außen versuchen. Oh, hier kommen die Granaten. Munitionskisten.
versuchen mal jetzt hier von außen das Fernglas zu nehmen. Nein, können wir nicht. Okay. Hätte sein können, dass wir das so bekommen. Ja. Was ist das hier? Aggregat. Ein Stromaggregat. Scheiße. Wer schießt da? Ich muss aufpassen. Ich hätte auch gerne Munition. Freue mich schon drauf, wenn ich wieder einen Bogen habe. Bei den Far Cry-Spielen habe ich immer gerne mit dem Bogen gespielt. Achso, das Schleichen geht, glaube ich, indem ich einfach nur leicht den Stick vordrücke. Ja. Stück für Stück. Von den Vögeln und den Krabben. Für sie bist du nichts als Fleisch. Komm, Tarento. Eine Patrouille. Ist Blut. Ich glaube, da sind noch mehr. Take down. Hier ist Bravo 5. Wir sind am Strand. Haben eine Ratte von Libertad erschossen. Irgendeine Spur von Clara Garcia und Juan Cortez? So viel Glück haben wir nicht. Ich brauche einen Trupp, der die Gegend abregelt. Was für ein... So. Mitten in... noch jemand nach Clara. Im Funk. Zack. Also die Takedowns finde ich immer ziemlich gut. Oh, was ist das? Könnte nützlich sein. Munitionshose. Achso, wir können den jetzt durch die Gegend tragen. So Hitman-mäßig verstecken. Damit den keiner findet. Auch nicht schlecht. Funkgerät mit dem wäre gar nicht mal so verkehrt, aber will er nicht. Pesos. Da war da auch noch gerade irgendwas leuchten, blinken. Ah ne, es ist einfach nur der Fahnen, der durch die Wand geht, ne? Das ist dann natürlich noch ein bisschen schade. Das ist, klaut dann so die ganze Immersion, dass dann so ein Busch dann einfach wirklich keine Kollisionsabfrage mit der Wand hat, sondern einfach da durchgeht. Ah, da ist doch was. Da leuchtet doch was blau. Was kann das? Es leuchtet blau. Na, man sieht jetzt dann hier auch die Texturen da, das ist dann auch einfach nur aufgemalt. Ach so, das ist, das sind Blumen, die da durchgehen. Ah. Also, da werden wir wahrscheinlich noch ein paar, mindestens eine Konsolengeneration noch brauchen, bis wir sowas dann auch nicht mehr haben. Und das ist dann so Kollisionsabfrage der Umgebung gibt. Natürlich kannst du durchgehen, aber es gibt dann halt auch einfach trotzdem Kollisionen mit den, mit der Umgebung, ne? Das heißt, Gras halt eben nicht durch den Stein durchgeht. Da sind ja auch blaue, also da gibt's einmal die Pfeile. Was ist denn eigentlich nachladen? Ah, hier ist das Waffenrad. Holster. Ich wollte aber noch mal eben gerade gucken hier. Häftlingsbekleidung. Zerrissen ist sie schon etwas, bla bla bla. Ja, dreckig. Ich hatte doch hier. Da, die Hose. Oberteil. Das Set einfach nur, genau. Ich habe gedacht, was ist, heißt das? Aber ein 4 von 4 des Sets habe ich an. Munitionshose, Tasche für Seitenwaffenmunition. Du kannst etwas mehr Seitenwaffenmunition drin tragen. Also kannst du das Set ausrüsten und einzeln ausrüsten. Gut, das Set haben wir nicht. Also auch schon cool, ne? Sieht man hier direkt so. Hat er so auch Schütze am Knie. Können wir es einfach auch angucken? Ne, angucken können wir es leider nicht. Können wir eigentlich jederzeit speichern?
Autospielstand laden. Weil, ich glaube, bei Far Cry 5 konnte ich da jetzt speichern, wo ich wollte. Es gab ja bei 4, musste es irgendwie in den Schrank oder so gehen, ne? Aufklärungsbericht. Wie befohlen, führte ich meine Truppe zum um 500 auf Streife. Gefreite Dias verstauchte sich den Knöchel. Gefreite Pese wurde zum Latindienst eingeteilt, da er versehentlich seine Waffe abfeuerte. Keine Spur von Guerillas. Ja. Entschuldigung. Sie sahen uns vermutlich kommen und sind zurück in ihre Löcher gekrochen. Hat er jemand dabei? Da ist eine Knifte dabei. Komm, warum können wir die nicht mitnehmen? Aber so. Die haben wir bestimmt auch noch mehr dabei. Kriegen wir eigentlich die Taschenlampe an? Hier ist noch was zu lesen. Befehle. Gestern Nacht sank vor der Küste ein Flüchtlingsschiff. Findet das Wrack und durchsucht es nach Überlebenden. Falls ihr welche findet, bringt ihr sie direkt zur Plantage. Wir brauchen nach dem Cholera-Ausbruch mehr Leute auf den Feldern. Kommandant Rosarino. Eigentlich mit dem Knopf hier. Da passiert gar nichts. Also hier ist, ranziehen. Ja. Hier oben irgendwas drauf. Das ist auf jeden Fall eine Straße. Und ein kaputtes Auto. Das liegt schon ein bisschen länger hier. Wenn wir einfach so diese blauen Blumen pflanzt, ne? Dann. Zum Tat gehen, ein Boot stehlen, mich aus Jana verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon selbst Gespräche. Perfekto. Das Beste, was du machen kannst, ne? Oh, Scheiße. Ganz vorsichtig. Ach, verdammt. So nicht, Schweinchen. Der hat das direkt aufgehoben. Kann ich nachladen? Ah, da. Bei Aktion lädt er einfach nach. Aber er hat jetzt nur das Fleisch genommen. Die haben doch auch eigentlich immer Felle, oder? Hm. Tja. Hat er nicht genommen, das Fell. Ein Kletterhaken. Nicht die beste Zeit für die Guerilla. Ne, die haben gerade schon ziemlich hohe Verluste. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Kletterhaken nutzen. Kennen wir. Kannst du dich einhaken? Hä? Achso, ja, Trigger. H ist springen. Und Haken lösen ist B. Clara kriegt nicht gern Besuch. Da war echt einen großen Verschleiß an Sprühdosen, ne? Da ist irgendwie ein Hemd, aber das können wir nicht aufheben.